Hallo, servus, grüß euch. Sportsmart TT von Dunlop. Diesen Reifen, den gibt es jetzt auch in den gängigen Reise-Enduro-Größen. Und ich habe in den letzten Tagen versucht, für euch herauszufinden, wozu zur Hölle man einen solchen Reifen auf einer Reise-Enduro brauchen könnte. Dranbleiben bitte. Ja, der Dunlop Sportsmart TT, das TT steht für Track Technology, ist ja per se keine Neuerscheinung. Ich glaube, den gibt es jetzt seit 2018 oder zumindest wurde er 2018 vorgestellt. Aber dass es ihn jetzt in neuen Größen gibt, das ist anders. Und diese neuen Größen, die sind eben vor allem, wie zu Beginn erwähnt, für die Reise-Enduros gedacht. Wir haben ja, die Videos habt ihr vielleicht schon gesehen, auf dieser Dunlop gebrandeten GS, den Meridian und den Mutant, wenn ich mich nicht irre, so heißt er, bereits getestet. Das sind natürlich auch die Reifen, die ja, auf den ersten Blick etwas mehr Sinn ergeben auf so einem Motorrad. Und jetzt haben wir uns dann aber zum Abschluss des Dunlop-Tests noch gedacht, naja, wenn es den Sportsmart TT jetzt auch für die GS gibt, warum lassen wir nicht einfach aufziehen und schauen mal, was das so mit sich bringt. Das Schaf wird schon herausfinden, was ein solcher Reifen für einen Sinn macht auf der dicken bayerischen Kuh. Das ist natürlich ganz lieb gemeint und nicht irgendwie abwertend. Ich bin ein großer 1250er GS-Fan. Nachdem der Reifen ja auch schon von uns vorgestellt wurde, auch am YouTube-Kanal, erspare ich mir jetzt den Technologievortrag. Ganz kurz möchte ich nur erwähnen, es ist, wie gesagt, ein sehr sportlicher Reifen. Ich weiß nicht, ob das auf der Straße nicht sogar die sportlichste Option im Dunlop-Portfolio ist. Gedacht ist er für 50% Straße, 50% Rennstrecke. Und prinzipiell ist nichts an diesen Reifen jetzt unbedingt daraufhin ausgelegt, dass er besonders langlebig wäre. Das ist bei Sportreifen eigentlich nie der Fall. Technologietechnisch kann ich nur kurz dazu sagen, wir haben laufflächentechnisch haben wir zwei Mischungen in der Lauffläche, 40%, 20%, 40%. In der Mitte ist natürlich eine etwas härtere Mischung, damit sich der Reifen nicht ganz so schnell abnützt. Aber ja, aus Erfahrungsberichten von anderen Fahrern weiß ich, bei sportlicher Fahrweise ist der Hinterreifen nach ca. 2000 Kilometer dann am Ende und zu wechseln. Der Vorderreifen kann, wenn man Glück hat, gut doppelt so lang halten. Das heißt, da muss man dann nur jedes zweite Mal den Reifen tauschen. Für Straßenfahrer auch noch interessante Info. Dieser Reifen, der hat kein Silica in seiner Gummimischung drinnen. Das heißt, er ist jetzt nicht unbedingt für Regenfahrten gedacht. Aber dazu möchte ich schon auch sagen, und damit komme ich jetzt eh schon zum Erlebnisbericht, weil wie gesagt, Technologievortrag bekommt sie von mir heute keinen zu hören. Wenn man jetzt mit diesen Reifen ins Nasse kommt, was mir leider öfters als einmal passiert ist, dann ist das jetzt nicht der allergrößte Spaß, aber es geht. Also man braucht jetzt nicht glauben, dass man mit so einem Reifen dann, weiß ich nicht, mit 3 Grad Schräglage maximal um die Ecken fahren darf. Nein, ein bisschen was geht schon, aber sage mal so, gut fühlt es sich nicht an und diese, ja, ich möchte mal sagen, britischen Regenschräglagen, also sprich die etwas tieferen, sprich im Regen so fahren, als wäre es das Normalste auf der Welt, das traue ich mich mit diesem Reifen nicht. Und wie gesagt, kein Silica. Ich glaube, das macht auch Sinn. Auch das Profil des Reifens macht ja klar, dass hier nicht besonders viel Wasserverdrängung stattfinden kann, beziehungsweise kann der Wasserfilm von diesem Profil auch schlecht durchtrennt, durchschnitten werden. Der Reifen heizt sehr schnell auf, also Dunlop selbst behauptet 3 bis 4 Kurven, dann ist er warm, das kann ich bestätigen. Die Kontur des Reifens ist dementsprechend ja, supersporttypisch, also das heißt, der Reifen ist so geformt, dass auf den Seiten bei sehr hoher Schräglage eine sehr große Auflagefläche vorhanden ist und dadurch maximaler Kontakt zum Asphalt und maximaler Grip in Schräglage gegeben ist. Ja, und ehrlich gesprochen, als mir der Auftrag dieses Reifentests zugewiesen worden ist, da musste ich schon ein bisschen den Kopf schütteln. Ich meine, einerseits habe ich mich gefreut, weil ich endlich wieder GS fahren durfte, aber andererseits, ganz ehrlich, ein ultrasportlicher Reifen auf einer Reise-Enduro, ich weiß nicht, wo da die Sinnhaftigkeit versteckt liegen soll.
Ein Anwendungsfall ist mir natürlich sehr wohl klar, aber ich komme jetzt nicht in den Genuss, das auszutesten bzw. auszukosten. Es gibt Reise-Enduro-Piloten, die ihre Maschine auch auf der Rennstrecke bewegen wollen. Und da haben sie jetzt natürlich den Vorteil, mit dem Reifen können sie sozusagen auch auf Achse anreisen. Vielleicht hoffen, dass es nicht allzu viel regnet. Aber dann auf der Rennstrecke ohne Probleme ein paar Turns absolvieren. Und mit dem Reifen werden sie nicht so schnell bzw. überhaupt nicht so schnell das Problem haben, dass der überhitzt und dann zum Schmieren beginnt. Das heißt, dieser Anwendungsfall ist klar. Was ich jetzt für mich aber dann schon auch noch herausgefunden habe und das auch bei meinen Straßenfahrten und das dann aber eben auch vor allem bei den wenigen Möglichkeiten, wo ich dann endlich zumindest auftrocknenden Asphalt vorgefunden habe und dann dementsprechend am Hahn ja, ziehen konnte, beziehungsweise das Motorrad auch in ein bisschen eine Schräglage bewegen. Motorradfahren an sich ist für mich relativ unvernünftig und deswegen finde ich es auch immer interessant, wenn man dann per se unvernünftige Dinge sich ein bisschen näher anschaut. Und da komme ich jetzt zu dem Schluss, ja, den Kopf habe ich geschüttelt zu Beginn, aber ich muss schon zugeben, ein solcher Reifen, in dem Fall dieser Sportsmart TT, das macht unfassbar viel Spaß. Ihr müsst jetzt aber nicht glauben, dass man in diesen Genuss des wunderbar griffigen Reifens nur dann kommt, wenn man Schräglagen des Todes fährt. Nein, ihr seht es eh auf den Aufnahmen. Ich habe selber nicht einmal bis zum Rand des Reifens umgelegt. Für meinen Arbeitgeber muss ich nämlich nicht unbedingt Kopf und Kragen riskieren. Und trotzdem habe ich wirklich ganz, ganz ja, viel davon gespürt, beziehungsweise konnte ich ganz, ganz viel Positives erleben. Ein solcher Reifen, der spendet einfach Vertrauen. Das ist eben ein ultrasportlicher Reifen. Das heißt, er wird so gebaut, dass er möglichst stabil ist. Einerseits soll auch sein Handling sehr, sehr ja, leichtgängig und agil sein. Das habe ich absolut gespürt. Es ist ein absoluter Traum, wenn man dann nämlich oben sitzt und die GS bewegt, die aufgrund ihres tiefen Schwerpunkts wegen dem Boxermotor eh schon sehr agil ist, vor allem auch im langsameren Geschwindigkeitsbereich. Aber dann mit so einem Reifen, wenn man da von links auf rechts umlegt, da spürt man, wie leichtgängig das alles ist. Also das ist ein Sportreifen, das heißt, der ist dafür gedacht, dass er sich sehr, sehr agil handeln und bewegen lässt. Gleichzeitig ist der Dunlop, das ist glaube ich die sogenannte Endtech-Technologie, mit einer besonders stabilen Flanke versehen, was einem dann auch auf der Rennstrecke ermöglicht, dass man besonders tiefe Luftdrücke fährt und gleichzeitig der Reifen deswegen nicht an der notwendigen Stabilität verliert bzw. irgendwie zum Eiern oder Wabbern anfängt. Aber eben auch auf der Straße habe ich gemerkt, sobald ich dann ein bisschen ja, fester umlegen konnte, ein bisschen härter Gas geben durfte, da habe ich gemerkt, was das für eine Freude ist. Und vor allem, und das habe ich unterschätzt, was einem dieser Reifen für ein zusätzliches Vertrauen schenken kann. Prinzipiell finde ich das mit dem Feedback und dem Vertrauen auf der GS per se ja schwierig, vor allem durch den Telelever, der verhindert, dass die Gabel vorne einsinkt und der mir dann immer ein bisschen ein Gefühl der Entkopplung von der Straße gibt. Aber ich muss schon sagen, selbst ich als spezieller GS-Patient habe gemerkt, dass ich mich beim Umlegen wesentlich wohler gefühlt habe. Und vor allem, was man dann wirklich ja, ganz deutlich spürt, ist, dass man einfach in Schräglage am Hahn drehen kann, dass man da ordentlich aufreißt. Man kann sich einerseits sowieso auf die Traktionskontrolle verlassen, aber vor allem, man bekommt das Gefühl vermittelt, als ob sich der Reifen in den Asphalt hineinfressen würde. So sehr grippt der. Und man sieht dann aber auch am Display, dass die Traktionskontrolle eben nicht aktiv wird, weil so viel Grip und Traktion vorhanden ist. Also wirklich, bei meinen flotten Auf- und Abfahrten, da ist ganz, ganz selten passiert, dass die Kontrolllampe angefangen hat zu leuchten, um mir zu zeigen, so in diesem Moment übernimmt der Computer, weil du offensichtlich nicht fähig bist, Mensch. Also, es ist wie, ja, im Endeffekt wie so oft mit diesen unvernünftigen Dingen, der Reifen ist auf einer Reise-Enduro durchaus sehr unvernünftig, aber es macht halt wahnsinnig viel Spaß. Einen praktischen Anwendungsfall gäbe es dafür vielleicht auch noch,
wenn man jetzt irgendwo fahren geht, so Kurven jagen, wo es besonders heiß ist, wo es besonders warm ist. Ich denke da jetzt zum Beispiel an Sardinien, wo man ja wirklich elendslang Kurven fahren kann. Da passiert es mit einem Touring-Reifen natürlich relativ schnell, dass der überhitzt und zu schmieren anfängt. Mit dem Reifen ist es praktisch unmöglich. Aber unter uns gesprochen, die nächst tiefere Stufe im Sinne von die nächst sportlichere, also die ein bisschen weniger sportlich ist, die wird auch nicht überhitzen. Ich weiß nicht, bei Dunlop ist das, glaube ich, der Sportsmax, Sportsmart MK3 oder wie auch immer der heißt. Es tut mir leid, ich habe mich da nicht ins Portfolio eingelesen. Aber die wird wahrscheinlich genauso gut funktionieren. Aber dieses Feelings des ultimativen Grips und vor allem auch dieses Vertrauen durch die Steifigkeit des Reifens, das, glaube ich, den Unterschied, den merkt man schon. Schön wäre es, das einmal nebeneinander ausprobieren zu können. Also, auch wenn ihr nicht auf der Rennstrecke unterwegs seid, aber vielleicht mal ein wenig euren Unvernunftshorizont erweitern möchtet, dann kann ich euch nur ans Herz legen, schnallt euch doch mal den Sportsmart TT auf eure Reise-Enduro und schaut, ob euch das im Winkelwerk dann noch mehr Freude bereitet als eure übliche Reifenwahl. Ich persönlich kann sagen, dass ich sehr angetan war. Hohe Schräglagen mit viel Grip, das ist einfach eine schöne Kombination. Also probiert es am besten selbst aus. Solange es nicht regnet, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ihr enttäuscht sein werdet. Vielleicht am Ende dann, wenn ja, die Laufleistung nicht ganz so hoch ist. Aber das weiß man ja im Vorhinein und deswegen ist das Ganze ja auch ein bisschen unvernünftig. Ich hoffe, der ein oder andere ist jetzt ein bisschen schlauer als vorher. Bei Fragen stehe ich in den Kommentaren zur Verfügung. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Daumen hoch für sportliche Reifen auf der Reise-Enduro und Daumen hoch, wenn ihr meinen Vortrag in Ordnung fandet. Pfiat euch, baba, bis zu einem hoffentlich nächsten Mal.